Dim, 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 dim. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Ich sehe aus wie der Weihnachtsmann, nur mit einem dunkleren Bart. Ja, der Umzug hat uns auf jeden Fall was genommen. Was denn? 3 Jahre. Oder warte, guck mich mal an. Nee, bei dir 5. Wenn du so eine Frau hast, brauchst du keine Feinde. Ich will nichts von der Wohnung leaken. Darf ich nicht. Hör mal auf, mit dem Kleinen zu spielen. Der ist jetzt 6 Monate. Der muss sich mit sich selbst beschäftigen ist können. Gar nicht. Natürlich, der ist fast 6 Monate. Sollen wir mal gucken, wo er bleibt. Sollen wir mal Geld nach Hause bringen. Moruk, wo ist Miete? Also Freunde, ich will die Wohnung noch nicht leaken. Eigentlich wollte ich eine Roomtour machen, aber ich darf es nicht. Meine Frau hat es mir verboten. Ja, nur wenn alles fertig ist. Heute wollen wir euch erzählen, was alles so abgegangen ist in den letzten Wochen oder besser gesagt Monaten. Was wir erlebt haben. Viele Downs auf jeden Fall auch. Warum ich auch so inaktiv gewesen bin. Ich konnte in dem letzten Monat einfach nichts machen. Ich konnte es nicht. Es war nicht möglich. Ich erzähle euch jetzt auch gleich, warum. Ich würde aber sagen, wir machen einen Spaziergang. Ein bisschen hier im Wald. Da sind auch Tiere. Dann ist die Atmosphäre ein bisschen schöner. Dem Eiert gefällt es ein bisschen noch mehr. Und wir machen heute einen kleinen Retalk, ein Statement. Ein bisschen, was passiert ist, wie sich was verändert hat. Der Kleine war im Krankenhaus. Da ist was passiert. Das erzählen wir euch auch. Hier zu Hause sind auch ein, zwei Malheurs passiert. Auf jeden Fall steht dir dein T-Shirt richtig gut. Dankeschön. Mein T-Shirt steht mir richtig gut. Ja, ich mag diesen Halsausschnitt sehr. Diesen runden? Ja. Der ist nice, wa? Der steht dir gut, ja. 20 Minuten später. So, wir wollten jetzt eigentlich los. Übrigens, sexy Lampe, ne? Wir haben noch keine Lampen, die müssen wir auch noch kaufen. Wo ist meine Frau? Ich will endlich gehen. Loschi? Ja, ich bin hier im Wohnzimmer. Können wir bitte los? Ich will endlich gehen. Komm mal her. Krieg ich jetzt Ärger? Nee, nee, komm mal her. Hau ab. Was willst du von mir? Komm mal her. Was ist das denn? Was ist der Duft? Ja. Das, was ich ja bestellt habe, dieses Kasar-Duft. Nee. Doch. Nochmal. Boah. Riecht gut, gell? Heftig. Warte, ich zeig dir, welches das ist. Ich zeig euch auch, welches das ist. Das ist der hier. So ein herber, maskuliner Duft Antinous. Oder, wenn du es mehr fruchtiger willst, Midas. Auch sehr nicer Duft. Für die unter euch, die Kasar nicht kennen. Kasar macht Duftzwillinge. Und bevor jetzt irgendjemand schreibt, ah, Fälschung oder so, das ist keine Fälschung. Eine Fälschung ist, wenn du dich als eine Marke ausgibst, die du nicht bist. Duftzwillinge sagen, wir riechen so ähnlich wie das und das und das, weil wir die ähnlichen Inhaltsstoffe benutzen. Deswegen sagt man ja auch Duftzwilling dazu. Stell dir das wie beim Kochen vor, wo du nach einem bestimmten Rezept kochst und einfach die gleichen Utensilien verwendest wie ein anderes Rezept, ist ja dann auch nicht geklaut. Der Vorteil bei diesen Kasar-Düften ist einfach, dass die nicht so viel kosten. Das heißt, wenn du so ein Junkie bist wie ich, der Düfte liebt, dann gibst du gut und gerne tausende Euros für Düfte aus. 200-300 Euro pro Duft. Und das musst du nicht mehr, weil Kasar deutlich günstiger ist. Und dadurch, dass du nicht den Markennamen mitbezahlen musst, hast du auch teilweise sogar bessere Düfte, die noch länger duften. Teilweise 8 Stunden oder auch länger. Die haben über 62 Düfte im Angebot, darunter auch Duftöle ohne Alkohol, Pheromone, Autodüfte. Guck gerne bei denen auf der Webseite nach. Fast jeden Duft, den du kennst und den du gerne riechst, werden die haben. Ob Louis Vuitton, ob Tom Ford, ob Xerjoff. Also ich war mir oft viel zu schade für einen Duft, hab gesagt, ich möchte damit nicht verschwenderisch umgehen, weil die halt so teuer sind. Die Zeit ist vorbei, ab jetzt immer gut riechen. Und deswegen, ich denke, wenn ihr einmal so einen Kasar-Duft bestellt und riecht, wie gut das riecht, werdet ihr wahrscheinlich auf deren teureren Duftzwilling gar nicht mehr zurückgreifen. Einfach, wir wurden jetzt Erdgeschoss. Wisst ihr, wie geisteskrank das ist? Was für ein geisteskrankes Gefühl, das ist endlich Erdgeschoss zu wohnen. Wunderschön, einfach du gehst raus und packst deinen Sohn in seinen Kinderwagen. Krass. Und fährst los. Sag mal, wie viel Geld habe ich deswegen schon ausgegeben? Einfach weil nur, weil ich rauskomme. Weil du einfach schnell raus kannst? Ja. Schon sehr viel Geld. Meine Frau hat es einfach ausgenutzt. Meine Frau ist... Die Beste. Okay, das stimmt sogar. Und unser Sohn? Ich glaube... Allerbeste. Guck mal bitte, wie der mit seinem Fuß sich an diesem Griff festhält, anstatt mit seinen Händen. Kleiner Kerater. Hey Leute, sagt mal erstmal, wie krass ist es, dass wir hier so ein Naturgebiet hier 5 bis 10 Minuten von unserem Zuhause entfernt haben. Geisteskrank, oder? Also es ist echt schön, ihr werdet gleich noch die Tiere sehen, die hier sind. Also ich will euch jetzt erstmal ganz kurz anreißen, warum ich die letzte Zeit inaktiv gewesen bin. Das lag daran, ich habe eigentlich beides simultan gefahren. Das heißt, die Vorbereitungen der Wohnung, renovieren. Er hat wirklich von morgens bis abends warst du in der Wohnung am Ackern. Und dann, ich war in der alten Wohnung am Ackern. Genau. Ja. Und dann die Videos noch gemacht. Ne? Und das irgendwie noch gedeichselt bekommen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich kann weder großartig filmen, was ich dann Arbeit mache. Weil dann wird auch eine Arbeit, die 1 Stunde dauert, eine Arbeit, die 2 Stunden dauert. Immer Kamera da hinstellen, da positionieren, da dies. Du hast gar keine Zeit, wenn du unnormal im Zeitdruck bist. Und wir wollten noch schnell rüber. Es war Hochsommer. Es war unnormal heiß in der Dachgeschoss.
Wohnung, wo wir gerade waren, also davor waren. Und dann habe ich es einfach nicht mehr geschafft. Es war wirklich auch so kurz vor Burnout so gefühlt. So, dann habe ich gesagt, okay, ich muss da kürzer treten an dieser Stelle. Ich glaube, das Letzte, was ich da abgedreht hatte, war, wo ich im Krankenhaus war, ne? Mit diesem Stromschlag. Ich glaube schon, ja, das war das letzte Mal. Genau, da habe ich ja diesen Stromschlag kassiert. Ich laufe in der Mitte. Soll ich jetzt hier drüber klettern oder was? Ja, mach doch, komm, zeig mal, zeig. Gar kein Problem. Zack, zack. Zack und zack. Oh, ich bin fast gefallen. Oh mein Gott, ich bin fast auf die Schnauze geflogen. Krass. Gucken wir mal, ob die Hirsche da sind. Lange Rede, kurzer Sinn, es war extrem anstrengend. Dann kam der Umzug irgendwann, nachdem wir fertig waren. Also die Wohnung, die wurde kernsaniert einfach. Also wir haben wirklich alles gemacht, alles neu gemacht. Und dann kam der Umzug. Boah, vierte Etage, rüberschleppen. Zum Glück, wir hatten Helfer da. Es war extrem anstrengend. Zwei volle Tage, von morgens bis tief in die Nacht haben wir durchgezogen. Zum Glück haben die Nachbarn das auch mitgemacht. Und dann sollte man ja meinen, der Umzug ist fertig, ja? Das war sogar das kleinste Problem. Das war easy, ja. Wir sind am 1. umgezogen, 1.9. Schlüssel haben wir am 24.7. bekommen. Vom 24.7. bis zum 1.9. war ich jeden Tag von morgens bis abends in der Wohnung. Am Arbeiten, renovieren, fertig machen, damit es fertig wird. Und dann am 1.9. der Umzug. Wir sind jetzt hier am Gehege. Es gibt hier mehrere. Ich weiß nicht mehr, ob das hier von den Hirschen ist. Aber wo sind die denn? Die waren doch immer da hinten. Hier. Komm, lass da lang laufen. Wo sind die? Da hinten. Ich sehe sie, im Schatten chillen die, ne? Ja, natürlich. So, dann waren wir umgezogen und man dachte sich, okay, die Probleme, die größten Probleme sind jetzt vorbei. Und dann fingen die Probleme erst richtig an. Ja, die ganzen Möbel aufzubauen, okay. Das hast du wir gut sind gemacht, ratzfatz, würde ich sagen. Ja, die Möbel habe ich relativ schnell aufgebaut. Zeig mal Ayat, dreh Ayat um. Ayat, Olum, guck mal. Hallo. Wow. Einfach in der Nähe, wo du wohnst. Das ist Hilale. Wo? Ah, da hinten, krass. Wie hübsch der ist, ja. Maschallah. Die können ja auch baden. Die man darf die nicht füttern hier. Darf man nicht? Nee, darf man nicht. Ich habe letztens einen Döner rübergeworfen. Spaß. Aber wie krass, dass er so nah kommt, oder? Ich habe euch so vieles eigentlich noch zu erzählen. Einfach so ein komplettes Paket mit den Laminatböden ist auf seinen Fuß gefallen. Das habe ich ganz vergessen. Ja, weiß nicht mal, wie blau dein ganzer Zeh war, wie dick du konntest der nicht mehr ist angebrochen. Laufen. Das habe ich ganz vergessen. Ich hab meinen Fuß gebrochen. Stimmt. Krass. Guck mal, es ist so viel passiert, dass ich einfach vergessen habe, dass ich mir auf dieser Baustelle meinen Fuß gebrochen habe. Ja, du wolltest es so anheben, ne? Und ich hab's geschleppt von A nach B. Und danach ist alles rausgefallen. Ich glaube, ich habe Kacke mitgenommen. Scheiße. Tja, ich werde es nicht sauber machen. Okay. Gute Ballas. Ja, ganz bestimmt werden die das jetzt hören und kommen. Was machst du, wenn die kommen? Du hast nicht mal Leckerlis dabei. Man gibt dir auch keine. Was willst du denn machen? Willst du mit den Steinschere Papier spielen? Ich will die einfach nur anschauen. Wenn ich im Krankenhaus lande oder mir was passiert, ist ja nicht so schlimm. Aber leider ist mir was Schlimmes passiert. Dir? Du bist mir auch egal. Ich meine dem Kleinen. Ich weiß. Ja, ich musste mit dem Kleinen ins Krankenhaus, besser gesagt, wir drei waren dann im Krankenhaus, weil er ist vom Bett gefallen und unser Bett ist ziemlich hoch. Also normal habe ich ja mein Handy mit dem Babyphone verbunden plus noch Monitor. Es hat an der Tür geklingelt und dann war ich kurz abgelenkt und er ist aufgewacht, ohne Geräusch zu machen. Also er ist einfach aufgewacht und hat sich direkt gedreht anscheinend und hat mich wahrscheinlich auch gesucht und dann ist er gerobbt. Man muss aber dazu sagen, dass wir so voll die Barrieren überall aufgestellt haben am Bett. Ne? Die einzige Stelle, wo es keine Barriere gab, war am Fußende. An einer Ecke quasi. An einer Ecke nur, so eine kleine Ecke. Besser gesagt, da war eine Decke, aber die war jetzt nicht so hoch wie die anderen Kissen und Barrieren, die wir gebaut haben. Und der war am Kopfende auf der ganz anderen Seite. Und dann habe ich nur noch ein ganz lautes Geräusch gehört und dann hat er auch schon angefangen, loszuweinen. Und dann bin ich natürlich ins Zimmer reingestürmt und sah nur noch, wie er da auf dem Boden, wie wirklich so wie ein Embryo so sich zusammengekrümmt hatte. Habe ihn natürlich gepackt, direkt Tür aufgerissen, nach Attila gerufen, er ist schnell hochgerannt, hat ihn genommen. Dann hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Dann irgendwie habe ich mich noch gerafft und habe seine Sachen gepackt. Und dann sind wir natürlich ins Krankenhaus, in eine Kinderklinik, wo die ihn auch direkt behandelt haben, quasi behandelt nicht, aber seine Vitalwerte und sowas wurden alles... Der musste auf jeden Fall die Nacht im Krankenhaus bleiben. Das war so schrecklich. Und also musste überprüft werden und überwacht werden, weil das sollte man tun. Und warum wir auch euch diese Story hier an dieser Stelle erzählen, ist, um euch zu sagen, egal wie fürsorglich du bist, und wir sind sehr sorgsam und fürsorglich und verantwortungsbewusst. Also ich gehe ja, wenn er auch nachts schläft und wir wach sind, gehe ich schon voll oft ins Zimmer und gucke nach und tue, obwohl trotz, ich ihn über trotz Monate... Trotz Babyphone also und alles, ja, ja. Mich hat es aber schockiert, wie viele Leute gesagt haben, so, ey, ihr braucht nicht zum Arzt zu gehen. Ich meine, ja, jeder muss selber entscheiden und gucken, aber
Auch wenn in 99 Fällen nichts passiert, weil die Knochen eines Babys weich sind oder es halt nicht so schlimm war. Trotzdem hast du keine Garantie dafür, ob der nicht irgendwelche Blutungen dann hat oder irgendwas anderes vielleicht. Also wir sind auf jeden Fall zum Krankenhaus gefahren und das würde ich euch allen auch empfehlen. Wenn euer Kind mal stürzt vom Bett oder so, auf jeden Fall von einer Höhe, dann geht zum Krankenhaus. Ja, es war wirklich auch schrecklich im Krankenhaus. Wir mussten sehr lange warten und ich war in einem Zimmer mit Ayat und ein zweijähriges Mädchen war mit uns im Zimmer. Und das war natürlich mit einem Baby und einem Zweijährigen nicht so harmonisch, weil wenn die weint, weint er, wenn er weint, weint sie. Lange Rede, kurzer Sinn, es war stressig. Ja, es war auf jeden Fall eine Sache, die ich nicht nochmal erleben möchte. Normalerweise sind hier Hirsche. Wir gucken mal, ob wir die gleich sehen. Was sind hier? Hirsche. Und was waren das für Tiere hier rechts von uns? Das gerade? Das sah aus, ob es Rehe wären, oder? Schreibt mal in die Kommentare, was das für Tiere gerade waren. Und hier sollen die Hirsche sein? Ja, da stand der Hirschgehege. Da sind sie doch. Also für mich sieht es auch aus wie Reh. Design, ihr habt mich schlacht. Das sieht aus wie bei Blair Witch Project. Jetzt müssen wir nur noch ein Zelt aufstellen und warten, bis schlimme Dinge passieren. Wer kennt von euch Blair Witch Project? Schreibt auch in die Kommentare. Jetzt mal ernsthaft, habt ihr die Family Vlogs vermisst und allgemein die Videos? Ich glaube schon, wa? Also ich habe euch auf jeden Fall vermisst und eure Kommentare auch. Muss ich wirklich zugeben. Aber ich bin auch froh, ich habe mein Studio schon fertig. Inzwischen, jetzt mal, guck mal, die Negativität mal zur Seite. Inzwischen sind wir relativ weit gekommen. Meine Frau packt den ganzen Tag Pakete aus. Ich baue immer noch hier und da Möbelstücke auf. Die Küche kommt in anderthalb Wochen. Das Sofa auch. Wir müssen noch ein, zwei Kleinigkeiten kaufen. Lampen müssen wir noch kaufen und dran machen. Manche Räume haben wir schon, manche noch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, so ein Umzug ist nicht mit dem Tag des Umzuges fertig. Das braucht Monate, bis du richtig drin bist. Alle, ich sag mal, Details fertig hast. Das Wichtigste war für mich, dass ich auch wieder arbeiten kann, weil mein PC und alles stand ja in Kisten unten im Keller. Das heißt, ich konnte gar nicht arbeiten, aber das habe ich jetzt aufgebaut. Kann das ich sieht das eigentlich sehr schon, schön aus. Kann ich dir das vorher schon zeigen? In diesem gleichen Video? Nein, ich würde es in einem anderen Video machen. Darf ich? Ja, natürlich. Okay, ich zeig euch mein Studio, was ich da so draus gemacht habe. Da habe ich wirklich die wenigste Arbeit reingesteckt, aber sieht krass aus. Ja. Sieht krass aus, mashallah. Auf jeden Fall. Aber ich sag dir alle Studios bis jetzt, die du hattest. Ja, weil ich mir Mühe gegeben habe. Ja. Als wir geheiratet haben, hast du als erstes dein Studio fertig gemacht, dann hast du erst unsere Wohnung gemacht. Bis jetzt hat sich das nie rentiert, dieses Studio-Ding. Ich habe immer wieder schnell gekündigt. Ja, tatsächlich. Weil wir immer umgezogen sind. Das ist übrigens mein 14. Umzug in meinem Leben. Krass, gell? Ich bin ein richtiger Nomade. Gell. Manchmal sagen wir mal gell, aus dem Nichts. Du? Wir. Wer? Wer gefragt hat. Ah, Mist, hat nicht funktioniert. Okay, jetzt kommen wieder hoffentlich regelmäßig Videos. Ganz, ganz, ganz wichtige Info. Morgen, also wenn ihr das guckt, ist ja Sonntag. Morgen am Montagabend sind wir ja in Köln in einem Kino. Gemeinsam mit Jan. Ich bin auch im Publikum, aber ihr wisst nicht, wer ich bin. Das stimmt zwar nicht, aber... Ich wollte einfach so sagen. Ja, ich sag dir, was dann passiert wäre. Jedes einzelne weibliche Wesen dort wäre fotografiert worden. Leute hätten gesagt, ist das deine Frau, ist das deine Frau. Du würdest mir sinnlos Kopfschmerzen machen. Warum machst du das? Nee. Auf jeden Fall, wir sind da morgen. Wenn der ein oder andere, der das jetzt hier sieht, auch morgen da ist, dann sehen wir uns morgen. Wir freuen uns sehr. Wir präsentieren unseren neuen Eistee. Mhm. Geisteskrank lecker. Mhm. Schmeckt richtig gut. Wir sehen uns morgen. Loschi, hast du noch was zu sagen? Ich würde sagen, wir spazieren nur noch ein bisschen zu Ende. Ich glaube, so als Comeback auf geschmeidig war das Video ganz cool. Wolltest du nicht noch mit Strom- und Wasserschaden erzählen? Ach so, ja. Wir hatten Stromausfall. Wir hatten fast einen Wasserschaden. Zum Glück konnte der abgewendet werden. Aber ich glaube, diese ganze Negativität brauchen wir gar nicht mehr, oder? Nein, wir sind unnormal glücklich. Also, ich schwöre dir. Wir kommen langsam in eine Routine mit Ayat, also ich. Der hat angefangen zu essen. Das haben wir gar nicht gesagt. Wir haben mit Beikost angefangen. Heute hatte der Pastinak hat dem gar nicht geschmeckt. Der hat so gemacht. Das war ganz schlimm, ja. Und entschuldigt bitte meinen Bart, der sehr ungepflegt aussieht. Ich habe mich einfach... Ich bin wie so ein Höhlenmensch in letzter Zeit. Ayat weint, komm, wir beenden das Video. Sag schnell noch deinen letzten Satz. Rostet.